Irrwege und Irrtümer der Neuparteien, Todenhöfer, Klimaliste, Freie Wähler, hier auch als Neupartei mal gesehen, und Bündnis 21. Ich bin zufällig über deren Sendungen gestolpert, ermöglicht uns darauf einzugehen. Fangen wir mit den Irrwegen von Todenhöfer an. Team Todenhöfer oder wie die Partei heißt. Wir brauchen einen anderen Politikertyp, heißt es da, dem das Wohl der Menschen wichtiger ist als seine Wiederwahl. Dieser Satz allein schon ist ein Fehler, der uns auch zeigt, warum eben sozusagen das von uns ja empfohlene Projekt hier, warum sie da sofort mitmachen sollten, hier die kompetente.bibworld.de, Partei des Gemeinwohls, so, und zwar, wo ist der Fehler? Einen anderen Politikertyp, dem das Wohl der Menschen wichtiger ist als seine Wiederwahl. Das heißt, wenn ich doch will, dass den Politikern das Wohl der Menschen wichtig ist, dann muss ich doch einfach messen, wie wohl es den Menschen geht, zum Beispiel in einem Bundesland. Ich muss also Messbarkeiten herstellen, zum Beispiel eine Rangliste. Welche Auswirkungen haben die Landesregierungen und die entsprechenden Ministerpräsidentinnen auf Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand der Wählerinnen dort? Und dann kann ich sie zum Beispiel mit einer Wohlfühlstimme wählen lassen und mitteilen lassen dem Bundeswahlleiter, wie gut es ihnen tatsächlich geht, wie wohl es ihnen ist in diesem Bundesland und wie sich ihr Wohlergehen entwickelt im Laufe der Regierung eines bestimmten Bundeslandes. Und dann kriegen wir Politiker, die dem Wohl der Menschen dienen und nicht dem Wohl der Konzerne und Lobbyisten. Ja, dann kriegen wir die Politiker, die wir uns wünschen, so wie das in der Partei des Gemeinwohls vorgesehen ist. Ja. Aber hier ist schon in dem Satz ein Widerspruch. Wichtiger ist als seine Wiederwahl. Warum will man denn den Politiker in einen Konflikt bringen? Warum koppelt man nicht, wie die Kompetente, die Wiederwahl des Politikers daran, ob er bewiesenermaßen das Wohl der Menschen in seinem Bundesland gefördert hat? Ja, und weil Vergleichbarkeiten unentbehrlich sind, muss man auch die sozusagen jeder Landesregierung quasi den Status einer Staatsregierung geben, damit sozusagen auch wirklich die Landesregierung über die Geschicke der Menschen wirklich vollständig entscheiden können, sozusagen. Das heißt, dass der Bund dann eigentlich relativ bedeutungslos würde. Aber das geht halt nicht anders, denn ich muss ja immer Vergleichbarkeiten schaffen. Und bei den Bundesländern habe ich die Möglichkeit, dass dann in allen verschiedenen Bundesländern verschiedene Parteien an den Landesregierungen sind. Und so kann man dann in der Stiftung Warentest Rangliste dessen, was die verschiedenen Parteien, Ministerpräsidentinnen und so weiter erreichen, kann man genau sehen, aha, den Wählerinnen gut und deren Wohl gut tun zum Beispiel die Partei XY, aber die Parteien Z und A schaden eher dem Wohl der Bürgerinnen und der Wählerinnen. Und dann wird kein vernünftiger Mensch mehr
die Parteien Z und A wählen, sondern nur noch X und Y. Und schon ist die Wiederwahl also daran geknüpft. Ja? Also, und deswegen ist dieser Satz an sich schon absurd. Dem das Wohl der Menschen wichtiger ist als seine Wiederwahl, genau warum denn einen Widerstreit aufbauen? Warum nicht? Weil ihm seine Wiederwahl wichtig ist, wird er in Zukunft mit dem Konzept der Kompetenten, dem Gemeinwohl und dem Wohl der Menschen dienen müssen, sonst wird er nicht wiedergewählt. Und das ist doch richtige Politik, ja? Also, eigentlich könnte man jetzt schon Team Tobenhöfer abhaken, aber ich mache natürlich weiter und da mach hier Pause, schau mir die nächste Sache an und dann sage ich Ihnen wieder, was es ist, weil ich nicht sicher bin, welche Rechte wir haben, deren Videos einzublenden. Bei Tobenhöfer heißt es also weiter: Eine Halbierung der Zahl der Abgeordneten. Nur noch zwei Wahlperioden, keine Großspenden an Parteien mehr und an Politiker mehr. Ja, das bedeutet also auf Deutsch, man versucht, anstatt es richtig zu machen, wie die Kompetenten, nämlich Politiker zu messen, ob sie dem Wohl der Menschen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand dienen und nutzen oder schaden. Anstatt das konsequent zu machen, geht Team Tobenhöfer den inkompetenten Weg, nämlich versucht rumzudoktern in der Hoffnung, dass das was bringen würde. Also man macht irgendwas und hofft, dass es die Politiker zwingen würde, dem Wohl der Menschen zu dienen. Aber ich fürchte, das wird nicht kommen. Ja, also was ändert die Halbierung des Parlaments daran, außer dass die anderen Parteien alle dagegen blockieren würden, weil die meisten, die dort wählen und abstimmen müssen, sozusagen gegen die Halbierung sind, weil ihr eigener Platz wegrationalisiert würde. Wenn, dann kann man es so machen, dass man Regeln macht, dass Plätze nicht mehr neu besetzt werden, wenn die Leute aus Altersgründen sozusagen den Bundestag verlassen oder die Parlamente verlassen. Aber doch nicht so, dass man gleich alle Parteien sich zu Gegnern macht. Also, denn man muss ja bedenken, die anderen Parteien sind die möglichen Koalitionspartner, die man ja braucht, ohne die man ja nur dann regieren kann, wenn man wie die AfD sozusagen, mit der keiner koalieren will, ja, allein regierend wird. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte. Bitte schneller drehen. Hier unten rechts muss das rundliche Ding irgendwo sein. 2,0 oder 1,75-fache Geschwindigkeit, weil ich ja so langsam rede. Ja, das heißt also die Halbierung des Parlaments bringt dann mehr Probleme und den Nutzen kann ich auch jetzt nicht erkennen, was das bringen soll. Nur noch zwei Wahlperioden, da denkt man sich vielleicht, dass der Politiker sich weniger innerhalb von 8 Jahren weniger entfernt von den Wählerinnen als innerhalb von 16 Jahren zum Beispiel. Aber das ist eventuell nur frommes Wunschdenken, denn dann muss halt die Bestechung durch Lobbyisten und Konzerne halt innerhalb von auf die Zeit von 8 Jahren konzentriert werden und zügiger gemacht werden. Ob das wirklich das gewünschte Ziel bringt, hätte ich große Zweifel, wenn es doch eine kompetente Lösung gibt, nämlich von der Partei des Gemeinwohls, ja. Und dann keine Großspenden mehr, damit will man ja den Einfluss der Konzerne auf die
Politik reduzieren, aber warum macht man das nicht direkt, indem es gar keinen Einfluss der Konzerne mehr auf die Politik geben kann, weil der Politiker sozusagen genau weiß, dass er seine politische Karriere sofort beendet ist, wenn er schlechte Daten beim Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand seiner Wählerinnen aufweist, dann wird er sowieso nie wieder gewählt von niemanden in ganz Deutschland. Also dann ist sowieso seine politische Karriere endgültig beendet. Ne? Jetzt könnte man sagen, na gut, dann geht die Industrie halt hin und dann besticht sie die Leute so hoch, dass sie halt schlechte Politik machen, nie mehr wiedergewählt werden und dann wird halt der nächste bestochen, der Nachfolger bestochen. Das wäre möglich, aber bei der Kompetenten nicht, weil die haben dafür natürlich die Lösung. Da die Konzerne nur noch dann Verdienstzuschüsse kriegen, wenn bei ihren Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit besser werden, bewiesenermaßen. Dadurch haben die Konzerne durch Lobbyismus und Einfluss auf die Politik keinerlei Gewinnchancen mehr. Sie haben nur noch eine Gewinnchance. Sie müssen gemeinwohlorientiert handeln. Und zwar nur dann, wenn sie das Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessern. Nur dann gibt es noch Verdienstzuschüsse und damit das Weiterüberleben im Markt sozusagen hängt also davon ab. Also werden die Konzerne null Interesse an Beeinflussung irgendwelcher Politik haben, weil sie damit nichts mehr gewinnen können. Denn würden sie jetzt die Politiker bestechen und erreichen, dass sozusagen Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner schlechter würden als Ergebnis ihrer Bestechung, würden sie vielleicht kurzfristig auf der einen Seite irgendwo mehr Profite kriegen, auf der anderen Seite kriegen sie aber Abzüge bei den Verdienstzuschüssen. Und dann verlieren sie am Ende mehr, als sie gewinnen. Und das war's dann mit dieser Firma. Ja? Abgesehen davon ist das Ganze noch illegal und man könnte die Strafen dafür drastisch erhöhen für diese Bestechung. Dafür wäre auch die Kompetente sicherlich zu haben, dass man die Strafen ganz hoch setzt und dann hat man und dadurch verschwindet jede Bestechungstendenz sowieso raus. Und dann brauche ich auch gar nicht mehr solche unsinnigen Regeln wie Großspenden verbieten oder so, ja. Das bringt einem dann nichts mehr, weil es gar nicht mehr nötig ist. Ich brauche doch nicht etwas einzuführen, das nicht nötig ist. Und deswegen ist für mich ganz klar, hier sofort hier mitmachen, unterstützen und so weiter, mitmachen und ja, und Team Todenhöfer scheint mir da so eine Partei der Irrwege zu sein. Aber hören wir mal weiter und Pause erstmal. Ja, die nächsten Sätze. Weniger Staat, drastischer Abbau der schikanösen Bürokratie, jährliche Ersparnis 50 Milliarden Euro. Genau das Gleiche will natürlich auch die Kompetenzpartei, nur sie macht das kompetent und nicht inkompetent. Ja, da ist es der große Unterschied. Ja, denn das sind leere Worte, die diese Bürokratie abbauen wollten schon viele. Wie muss man aber ganz genau die Anreize setzen, damit das auch geschieht? Ich denke zum Beispiel jetzt an die schikanösen Arbeitsämter. Da müssen die Mitarbeiter des Arbeitsamtes kriegen dann Verdienstzuschüsse und Karrieremöglichkeiten als Belohnungen, die werden zuständig gemacht für bestimmte Bezirke. Und wenn der Prozentsatz der Arbeitenden in diesen
Bezirken nach oben klettert und je höher der Prozentsatz ist, desto größere Verdienstzuschüsse und Belohnungen kriegen Sie. Was meinen Sie, wie unbürokratisch plötzlich die Arbeitsamtmitarbeiter mit den Arbeitslosen an der Hand durch die Gegend laufen werden und allen Leuten, die arbeiten wollen, sofort irgendwelche Arbeitsmöglichkeiten in ihrem Bezirk vermitteln werden oder überhaupt generell irgendwo suchen werden und denn entscheidend ist ja, dass die dort Wohnenden, in ihrem Bezirk Wohnenden, wie hoch der Prozentsatz der Arbeitenden ist. Und dadurch schrumpft sich die ganze Bürokratie total runter, wird immer kleiner und immer billiger und so weiter, weil die Mitarbeiter selber interessiert sind, nicht am Aufblähen des Arbeitsamtes durch immer mehr Massen von neuen Arbeitslosen und Dauerarbeitslosen, sondern plötzlich motiviert sind, selbst für null Arbeitslose zu sorgen. Das sind kompetente Lösungen. Also die kompetente statt leere Worte von Team Todenhöfer. Ja? Ich höre mir das mal weiter an. Ja? Pause. Ja, Steuersenkungen für Mittelstand und Kleinverdiener. Also das heißt, das ist ja das ähnlich wie bei der Kompetenzpartei, die will also pro Jahr jedem arbeitenden Jahr durch die Einsparungen, bei denen sind es nicht 50 Milliarden pro Jahr, die genannt werden, sondern 500 Milliarden pro Jahr. Und das würde ungefähr bedeuten für die Arbeiten, für jeden arbeitenden Menschen, 700 Euro netto steuerfrei zusätzlich im Geldbeutel. Das bietet die kompetente Partei des Gemeinwohls. Team Todenhöfer kann das nur versprechen und dann macht sie auch den Fehler für Mittelstand und Kleinverdiener, also sie will umverteilen, weil es sich ja um eher eine linksradikale Partei handelt, ja? Und Team Todenhöfer will also quasi wieder mehr von den Reichen nehmen und den Kleinen, den Ärmeren wieder mehr geben, tendenziell. Ja, für Mittelstand, die nimmt man noch mit bei Team Todenhöfer, also bei Todenhöfer noch mit, damit man noch eine große Masse an Wählern hat, nimmt man den Mittelstand noch mit, aber man übersieht wieder dabei, wie Sarah Wagenknecht das auch gerne tut, dass man damit eben die kompetentesten des Landes aus dem Lande treibt, weil man die ja in der Summe am Ende wieder höher besteuern wird auch. Sozusagen natürlich, erstmal hat Todenhöfer nicht ganz Unrecht, wenn es ihnen wirklich gelingen würde, Bürokratie runterzuschrumpfen, was nur der Kompetenten gelingen kann, dann könnte man natürlich dieses Geld als Steuersenkung an die Mittelstand und Kleinverdiener weitergeben. Könnte man. Das wäre durchaus machbar. Aber wie gesagt, Todenhöfer kann das ja schon gar nicht, ja, weil der Ansatz schon falsch ist, wie man das macht. So, und jetzt. So, als nächstes kommt einen sozialen Neubeginn, 1 Million neue Wohnungen. Ja, und ich vermute, dass Todenhöfer sich das so vorstellt, dass diese vom Staat gebaut werden. Da haben wir wieder staatliche Gammelwirtschaft sozusagen mit unbrauchbaren Wohnungen. Die Kompetente löst das Problem richtig, nämlich sie macht einfach die Verdienstzuschüsse für Hersteller von Wohnungen, von dem Wohlfühlen der Mieter abhängig. Also Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit. Der Nutzer der Wohnungen entscheiden über die Verdienstzuschüsse an die Hersteller der Wohnungen, einschließlich der Vermieter. Das heißt also, wer eine Wohnung herstellt und vermietet, da muss man gucken, wie man das macht mit den Zuständigkeiten, aber es muss am Ende so sein, dass sich für die Baufirmen es nur rechnet,
gesundheitsförderliche Wohnungen, wohlfühlensförderliche, soziales Leben fördernde Wohnungen zu schaffen. Also gesundes Bauen, glücksförderndes Bauen und so weiter. Und dass es nur noch dafür Verdienstzuschüsse gibt und genauso für die Vermieter, sodass also die Vermieter dann nur noch Baufirmen beschäftigen, die eben gesundheits- und glücksfördernd bauen können oder bauen und so weiter. Und dadurch löse ich doch das Problem. Dadurch kriege ich hochkompetenten neuen Wohnraum. Und da ist mir dann auch völlig egal, ob das staatliche Instanzen bauen oder private Instanzen bauen. Das ist völlig beliebig. Das ist völlig unwichtig. Entscheidend ist, welche Anreize gesetzt werden. Sowohl den im Staatsdienst Tätigen als auch den Privattätigen. Das spielt alles keine Rolle, denn wenn sie beide die gleichen Verdienstzuschüsse kriegen, wenn sie Gutes tun und gute Wohnungen zur Verfügung stellen, dann ist es egal, was da irgendwie der Hintergrund ist, staatlich oder privat, das spielt dann alles keine Rolle. Vielleicht lösen sich auch solche Kategorien auf, weil wenn die Verdienstzuschüsse und die Karrieremöglichkeiten sowieso abhängig sind vom Gleichen sozusagen, dann wird das auch in diese Richtung gehen. Ja, also auch hier ist natürlich die kompetente wieder die viel kompetentere Lösung. Ja, und jetzt heißt es massive Unterstützung junger Familien und Alleinerziehender. Das zeigt wieder diesen marxistischen Ansatz der Partei, so dieses träumerische Linke, völlig jenseits jeglicher Realität. Was hätte das zur Folge? Massive Unterstützung junger Familien und Alleinerziehender nach dem Gießkannenprinzip. Das hätte zur Folge, dass zum Beispiel eventuell, ich sag's mal ganz deutlich und ganz hart, lauter arbeitslose Hauptschulabbrecherinnen belohnt werden, möglichst viele Kinder zu bekommen, und das wird dann auch geschehen. Und damit wird das Land im Durchschnitt immer noch weniger kompetent und wird dadurch wirtschaftlich immer noch stärker ruiniert, weil eine ständig wachsende Armee an Sozialfällen, das sind übrigens vorteilbringende Irrtümer von Sozialsparten, die eben dadurch profitieren, ja, wenn es dann heißt, ich würde den Sozialsparten auch empfehlen, sie sollten quasi Todenhöfer wählen, weil mit solchen Konzepten massive Unterstützung junger Familien und Alleinerziehende und dann wieder weiterhin nicht massive Unterstützung der kompetentesten Frauen beim Kinderkriegen sozusagen und für das Kinderkriegen. Das ist ja das Konzept der Kompetenten, dass sie sagen, wir müssen verhindern, dass die Hauptschulabbrecherin viele Anreize bekommt, möglichst viele Kinder in die Welt zu setzen und damit das Land zu ruinieren. Das müssen wir verhindern und wir müssen die Anreize so setzen, dass unsere kompetenten Frauen endlich mal wieder ein, zwei Kinder bekommen und dass das für die total leicht gemacht wird. Und das wird ja gemacht durch solche Dinge wie, dass man die Frauen ab dem Moment des Kindbekommens sofort zum Beispiel mehr oder weniger steuerfrei und abgabenfrei stellt und ganz viele draußenrum lauter Unterstützung macht, die es dem Unternehmen, dem Arbeitgeber und der Frau selber ganz, ganz leicht machen und keinerlei, auch für die Unternehmen, keinerlei Zusatzkosten entstehen, weil der Staat alle Kosten übernimmt, damit wir endlich wieder von unseren kompetenten Frauen wieder paar wenige Kinder kriegen. Und wegen der Überbevölkerung sollten wir nicht zu viele Kinder bekommen und deswegen müssen wir gucken, dass die Hauptschulabbrecherin, die berühmte, möglichst gar keine Kinder bekommt. Dagegen werden die Sozialsparten Sturm laufen, weil sie ja dann weniger Nachwuchs an Kundschaft haben, denn mit diesem Konzept von Todenhöfer,
das werden die begrüßen, weil dadurch natürlich dann auch viele Hauptschulabbrecherinnen als Alleinerziehende zum Beispiel dann 10 Kinder in die Welt setzen und dann dabei ja großzügigst unterstützt werden, massive Unterstützung junger Familien und Alleinerziehender. Und damit bedeutet das, dass sozusagen bevölkerungspolitisch quasi Team Todenhöfer auf den Ruin des Landes und eine Massenarmee von Arbeitsunfähigen und Sozialfällen hinwirkt, was natürlich für die Sozialsparten total positiv wäre, weil die dann alle riesige Karrieren machen können und sich bereichern können an der kaputtgehenden Gesellschaft, solange bis die Gesellschaft dann ganz kaputt ist. Dann gehen natürlich auch die Sozialsparten kaputt, ja. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und bis dahin kann man noch die Zahl der Sozialfälle drastisch ausweiten, bevor der Staat ganz kaputt geht und deswegen, also die Sozialsparten werden jetzt Sturm laufen gegen die Kompetente, aber Sie, liebe Wählerinnen, müssten Sturm laufen gegen Todenhöfer, weil das ist ein Programm, um noch mehr Sozialfälle zu erzeugen und diese Sozialfälle sozusagen dienen nur einer Sparte, den Sozialsparten selber, die sich dann bereichern auf ihre Kosten, liebe Wählerinnen. Also bitte entscheiden Sie sich dafür, die Kompetente zu unterstützen, weil die helfen Ihnen und die Todenhöfer, die hilft nur den Profiten der Sozialsparten, denen dient sie. Na? Schauen wir mal weiter, Pause. Mehr Menschlichkeit statt wachsende soziale Kälte, also hier verrät sich auch wieder die Tendenz, sozusagen, die Todenhöfer ist also eine Dienstmagd der Sozialsparten, sozusagen immer auch wieder letztendlich die Zahl der Sozialfälle vergrößernd, ja. Wir sind ja sowieso dabei, dass wir im Moment alles tun im Staate, um dafür zu sorgen, dass die Zahl der Sozialfälle, der Arbeitslosen, der Obdachlosen und so weiter immer größer wird. Also wir sind sowieso ständig dabei, die Kundschaft für die Sozialsparten und die Aufstiegsmöglichkeiten für Sozialspartler überall zu vergrößern. Und das möchte Team Todenhöfer noch mehr in diese Richtung gehen, ja, und das zeigt, dass also Todenhöfer ist also eine Partei, die infiziert ist mit den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und diese Partei schadet Ihnen, liebe Wählerinnen, denn Sie als hart arbeitende Menschen möchten doch nicht eine ständig wachsende Sozialbürokratie. Also vorhin wurde gesprochen von Bürokratieabbau, aber in Wirklichkeit lässt man die ganze Sozialbürokratie dadurch sich unendlich aufblähen und sozusagen und verwöhnt immer mehr alle Sozialfälle und sorgt damit dafür, dass niemand mehr motiviert ist, überhaupt weder die Betreuer noch die Betreuten selber, niemand mehr motiviert ist, überhaupt aus dem Sozialfallstatus herauszukommen. Und das bedeutet für Sie, liebe Wählerinnen, dass Sie unendlich weiter zahlen müssen. Ich sage das, weil sowieso die Sozialfälle meistens nicht zur Wahl gehen. Also Sie, liebe Wählerinnen, sollten sich nicht manipulieren lassen von Todenhöfer und den Sozialsparten, etwas zu wählen, was Ihnen schaden wird. Und Sie sehen's, die Kompetente hat dafür, die weiß genau, was für Sie, liebe Wählerinnen, gut ist. Ja, weil sie denkt aus der Wählerinnensicht, weil es sich dabei so selber um Wählerinnen handelt, die selbst eben sozusagen an die arbeitenden Menschen denken und nicht an die Sozialfälle als erstes. Und Team Todenhöfer denkt halt wie die Sozialsparten als erstes an die Sozialfälle und deren Mehrung und nicht an den Abbau der Sozialfälle, während die Kompetente auf null Arbeitslose, null Obdachlose, null Sozialfälle hinwirkt mit ihren Reformen, ne?
Und das wollen Sie doch, liebe Wählerinnen. Oder wollen Sie, haben Sie Spaß daran, riesige Gelder, noch viel mehr als jetzt, zu zahlen für eine wachsende Armee an Sozialfällen im Staate, an denen sich die Sozialsparten und Arbeitsamtmitarbeiter bereichern und Karriere machen und so weiter. Ja, Pause. Jetzt haben wir wieder so eine Paradoxie. Durch Aufnahme von weniger Flüchtlingen inneren Frieden erzeugen, aber einer menschenwürdigen Behandlung der Aufgenommenen. Die Kompetente macht's gleich richtig. Gar keine Aufnahme von Flüchtlingen, weil unser Asylrecht so geändert wird, dass Deutschland neben jedem Krisengebiet Asylanlagen aufmacht, parallel zu dem, wie dann auch die anderen Staaten der Erde parallel zu ihren Bevölkerungszahlen auch entsprechende Asylplätze schaffen. Und das heißt, Deutschland handelt nur noch im Kontext der Staatengemeinschaft der Welt. Wenn die anderen Staaten der Welt nichts tun, dann hört auch Deutschland auf zu handeln. Deutschland macht überall den Vorreiter, aber wenn die anderen nicht mitziehen, baut es seine Anlagen wieder ab. Ja? Und das heißt, Asyl findet nur noch im Kontext der Staatengemeinschaft der Erde statt. Und dann bauen quasi die Staaten der Erde rund um jedes Krisengebiet ihre Asylanlagen auf. Und da erhalten die Hilfesuchenden Asyl. Und davon geht es aber zu 99,9% wieder zurück nach Hause nach Beendigung der Krise. Und nach der Beendigung des Asylgrundes und der Asylursache. Und der Lebensstandard wird auch immer nur dem Heimatland entsprechen, sodass niemand etwas gewinnt wirtschaftlich, wenn er in der Asylanlage lebt. Und sozusagen, dadurch gibt es dann keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr, sondern nur noch echte Flüchtlinge. Ja? Und zweitens ist es so, dass in den Asylanlagen und überall auf der Welt ja unsere einwanderungsgesetzmäßigen Instanzen sind, aber da müssen sich die Leute online bei deutschen Arbeitgebern bewerben und nur wenn sie einen ganz toll bezahlten Job definitiv haben, dann gibt es überhaupt einen Weg nach Deutschland, sonst no way. Es gibt grundsätzlich keinen Weg für Asylanten mehr nach Deutschland. Und das ist die Kompetente, ja. Und damit sind so unsinnige Parteien wie die AfD, solche unsinnigen, also durch echte, bodenständig linke Politik, wie sie die Kompetente macht, werden solche Rechtsparteien wie AfD völlig unnötig und können dann sterben und können kaputt gehen und ersetzt werden durch echte, gute linke Politik. Ja, man sieht ja, dass auch viele Linke eigentlich schon die jetzige Asylpolitik und Flüchtlingspolitik vehement kritisieren, ja. Und deswegen, also auch die Linken können eine vernünftige Einwanderungs- und Bevölkerungspolitik, wenn sie eben nicht ihre eigene Klientel, nämlich die hart arbeitenden Menschen im Lande, vergessen. Ja, und die Linkspartei zum Beispiel, die kümmert sich nur noch um Sozialfälle, die kümmert sich nicht mehr um die arbeitenden Menschen. Und auch die SPD und so weiter, die SPD und die Linke, die kümmern sich eben alle nicht mehr um die arbeitenden Menschen, sondern sind quasi infiziert von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und kümmern sich nur noch um Sozialfälle, aber nicht mehr um die arbeitenden Menschen. Und das macht die linke Partei die Kompetente, die kümmert sich um die arbeitenden Menschen, also um Sie, liebe Wählerinnen, ja? Und da ist eben der große Unterschied. Ja, und das heißt, die Team Todenhöfer, die versuchen natürlich bei der AfD ein paar Wähler abzufischen, indem sie als linke Partei irgendwie sagen, Aufnahme von weniger Flüchtlingen, ja, das hört auch der AfD-Wähler gerne und wechselt dann vielleicht zur Todenhöfer. Aber einer menschenwürdigen Behandlung der Aufgenommenen, das heißt also eigentlich
setzt damit Team Todenhöfer wieder neue Anreize, dass die Leute doch wieder versuchen, unbedingt nach Deutschland zu kommen, weil sie dort ja eine besonders menschenwürdige Behandlung, also eine bessere Behandlung als bisher, noch bekommen sollen. Also quasi dadurch noch mehr Magnetwirkung auf die ganze Welt ist, sich doch irgendwie nach Deutschland durchzuschlagen und einzuschmuggeln und dann irgendwie doch eine bessere Behandlung zu bekommen, ja? Und der Witz ist aber, dass die Kompetente das vernünftig machen würde, die würde halt sagen, wir senden natürlich alle, die irgendwie doch nach Deutschland kommen, sofort in die Asylanlagen neben ihrem Heimatland wieder zurück. Ja? Und da sind, das heißt, dann war ihre ganze Reise umsonst, ne? Und das ist vernünftige Politik, ja? Asyl, ja, Deutschland muss mehr helfen als jedes andere Land auch und immer den Vorreiter machen, aber macht sich nicht zum Narren der Welt. Wenn die anderen Staaten nicht mitziehen, hört auch Deutschland auf zu helfen. Ja, also nur noch im Rahmen der weltweiten Staatengemeinschaft. Ja, das sind gute Konzepte. Ja, konsequentere Bekämpfung des Rassismus und der Islamfeindlichkeit. Ja, das macht aber die Kompetente viel besser, nämlich Rassismus mal wirklich anzusprechen. Die Kompetente spricht an, dass wir in uns stecken alles Schwarzafrikaner. Vor 100.000 Jahren waren unsere Urgroßeltern alle Schwarzafrikaner. Und damit ist jedem Rassismus die Grundlage entzogen, ja? Und wir alle sozusagen, und dann braucht jeder Staat, jede Gemeinschaft braucht frische, neue Gene aus aller Welt. Wir brauchen also die hübsche schwarzafrikanische Gesundheitswissenschaftlerin, die hier einen gut bezahlten Job bekommt und dann mit den schon länger hier lebenden Kinder in die Welt setzt und ihre Gene in unseren Genpool einbringt. Das ist positiv. Das heißt also, damit ist jeder Rassismus völlig als unsinnig entlarvt durch die Kompetente und das ist der richtige Weg. Ich zweifle, ob Todenhöfer diesen Überzeugungsweg raus aus dem Rassismus beherrscht. Ich denke, die beherrschen den nicht, weil sie keine Ahnung von Biologie haben dürften. Das haben solche linksradikalen Parteien meistens nie. Und aber jetzt hier konsequentere Bekämpfung der Islamfeindlichkeit. Das bedeutet natürlich jetzt wiederum, dass diese Partei eben zu Recht sagt, natürlich darf es keine Feindlichkeit gegenüber dem Islam geben, aber natürlich, sagt die Kompetenzpartei, das ist der falsche Weg. Die Frage ist, ob die Wählerinnen nicht diese 700 Euro im Monat, die sie in die eigene Tasche bekommen können als arbeitende Menschen, ob sie nicht einen Teil davon einsetzen wollen von Staats wegen, dafür, dass die Parallelgesellschaften, dass denen die Staatsbürgerschaft wieder abgekauft wird und sie das Land verlassen und auch unterschreiben, dass sie nie wieder deutschen Boden betreten werden. Und dadurch kriegen wir das Problem der unendlichen Parallelgesellschaften, die natürlich sehr oft islamische Parallelgesellschaften sind, in den Griff und haben dann wieder sozusagen, haben nicht mehr das Phänomen, dass viele Menschen unglücklich darüber sind, dass Deutschland mittlerweile aus mehreren Parallelgesellschaften entsteht, die fast keine Berührungspunkte miteinander haben, sondern teilweise gegeneinander leben und arbeiten und auch dann politische Zukunft herstellen wollen. Also wir können den Parallelgesellschaftlern ihre Staatsbürgerschaften abkaufen. Wir können ihnen damit Starthilfe im Heimatland geben und können dann sozusagen Staatsbürgerschaften zurückkaufen. Und da, ich denke, da werden einige Wähler dafür stimmen, dass man einen Teil dieser 700 Euro monatlich eben für die Beendigung und so, dass wir dann in Deutschland keinerlei Parallelgesellschaften mehr haben am Ende. Aber das müssen die Wähler entscheiden. Das ist mir völlig egal. Also ich persönlich, ich
Mir ist das völlig egal, wie Sie, liebe Wählerinnen, sich selbst das entscheiden werden, sozusagen. Ja, das wäre zum Beispiel eine typische Sache für einen echten bundesweiten Volksentscheid. Ne? Ja, das wären so Dinge, die Kompetente hat also lauter Verfassungsänderungen auch im Gepäck, können Sie alles nachlesen, ja. Und da finden Sie auch mehr Demokratie und so weiter. Aber nur, wenn Sie das wollen, ja, denn es ist eben nicht ganz klar, könnte ja der große Fehler von der basisdemokratischen Partei sein, dass die Wähler eigentlich gar kein Interesse daran haben, einen Zusatzjob Demokratie zu bekommen und deswegen gar kein Interesse an Basisdemokratie haben. Die meisten Leute, liebe meisten Wählerinnen, sind mit ihrem Job voll ausgelastet und brauchen nicht noch den Zwang zu weiterer ständiger Beschäftigung mit politischen Fragen. Ja, zum Beispiel die Kompetente, zum Beispiel die Wohlfühlstimme, die ich vorhin angesprochen habe, die kostet sie alle 3 Monate zum Beispiel 5 Minuten Übermittlungszeit an den Bundeswahlleiter und damit bestimmen Sie über das ganze Land, und das ist das Basisdemokratischste, was man machen kann, und das ist quasi ein Dauervolks-, die Wohlfühlstimme wäre ein basisdemokratischer Dauervolksentscheid, und mehr braucht es nicht, und das sind 5 Minuten alle 3 Monate durchschnittlich, ja, und mit ganz wenig Zeit haben Sie dann das ganze Land muss Ihnen dienen, alle Politiker müssen Ihnen dienen und so weiter. Und die Alternative ist, sich stundenlang jeden Tag beschäftigen müssen mit politischen Fragen, mit Detailfragen, sich einarbeiten müssen in Dinge, von denen sie gar nichts verstehen und so weiter. Und das, ich fürchte, Sie, liebe Wählerinnen, wollen das gar nicht. Die meisten von Ihnen wollen gar keinen Zusatzjob Politik, sodass Sie den ganzen Feierabend beschäftigt sind mit politischer Arbeit, um an den sich in die Volksentscheide einzuarbeiten, in die Basisdemokratie einzuarbeiten und so weiter. Da haben Sie, glaube ich, gar keine Lust zu, fürchte ich, denke ich, denn also die Kompetente hat da die kompetenten Lösungen. Das Motto muss immer lauten, wie kann ich es machen, dass Sie, liebe Wählerinnen, alle Fäden in der Hand halten und haben und alle Ihnen dienen müssen, ohne dass ich Sie mit Zeitaufwand belaste. Möglichst wenig Zeitaufwand und möglichst hohes Ergebnis. Und das, dafür steht die Kompetente. Ja? Ja, dann hören wir mal weiter. Da war jetzt noch so ein linker Horrorsatz. Alle Menschen sind gleich. Das ist ja der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten, ja, mit dem sie uns infizieren. Die Wahrheit ist, alle Menschen sind ungleich. Es gibt Dumme und Kluge. Es gibt Große und Kleine. Es gibt Dicke und Dünne. Es gibt, also, Ungleichheit ist das Wesen der Evolution. Ja, also alles ist ungleich. Es gibt dunkle Haare, helle Haare, dunkle Augen, helle Augen. Alles ist Ungleichheit. Die Evolution ist ein Ungleichheit erzeugendes Ding. Und deswegen müssen wir auch gucken, da eben nicht alle Menschen gleich sind, müssen wir gucken, dass wir bevölkerungspolitisch ein bisschen Nachwuchs haben bei den Kompetenten und möglichst null Nachwuchs haben bei den Inkompetenten. Entsprechend müssen alle Anreize gesetzt werden, sonst geht der Staat kaputt, weil die Inkompetenten werden den Ruin des Landes und den Totaluntergang Deutschlands bewirken. Denn am Ende sind nur noch Sozialsparten da und Sozialfälle und niemand arbeitet mehr. Niemand arbeitet mehr produktiv. Und dann werden alle verhungern. Ja? Also das ist sozusagen, wenn wir den Sozialsparten ohne neue Anreize zu setzen, ja, wir müssen den Sozialsparten die neuen Anreize so setzen, wie ich es vorhin beim Arbeitsamt ja schon angedeutet habe, dass für null Arbeitslose im Bezirk gibt es die höchsten Verdienstzuschüsse. Für null Obdachlose gibt es die höchsten Verdienstzuschüsse. Für null Sozialfälle gibt es die höchsten Verdienstzuschüsse. Ja, also für das Lösen des Problems
Sozialfall. Ja, das heißt, alle Menschen wieder ins Arbeitsleben rückführen, das ist echte soziale Politik. Ja, und nur noch dafür werden die Sozialspartler belohnt, dadurch schrumpft deren Bürokratie gewaltigst runter. Und wir haben halt den Fehler gemacht, zum Beispiel, wir haben ja den Fehler gemacht, dass die Sozialsparten darauf hingewirkt haben mit ihren vorteilbringenden Irrtümern, dass wir Massen an Asylanten und Migranten hier in Deutschland, nach Deutschland geholt haben, weil das ja den Sozialsparten dient, weil das neue Kundschaft für die Sozialsparten ist und damit dem Aufblähen der Sozialsparten gedient hat, ja? Und jetzt müssen wir halt die Anreize so setzen, dass das Reduzieren der Sozialfälle belohnt wird. Und dann wird das auch geschehen. Und das kann aber nur die Kompetente und deswegen hier unterstützen, mitmachen und so weiter. So, dann schaue ich mal, was jetzt weitere noch bei kommt hier. Nein zum 2% Aufrüstungsziel und Stopp aller Militäreinsätze im Ausland. Also auch da wieder diese linke Politik, die quasi Deutschland einen möglichen eroberungslustigen anderen Staat Tür und Tor öffnen möchte, sozusagen, so nach dem Motto, wir wehren uns nicht mehr, wir sind schutzlos, ja, und das macht natürlich die Kompetente auch wieder ganz anders, denn der richtige Weg ist, dass wenn wir Kriege verhindern wollen, müssen wir den Rüstungsfirmen, den Waffensparten neue Anreize setzen, dass nur noch dann, wenn die Zahl der Getöteten weltweit durch Gewalt und so weiter im nächsten Jahr zurückgeht um einen bestimmten Prozentsatz, nur noch dann gibt es die gleichen Verdienstzuschüsse wie vorher, sodass also dann die ganzen Waffenkonzerne nicht mehr kriegstreiberisch wirken, sondern friedensförderlich wirken. Und Friedensarbeiter in alle Welt entsenden. Nur so macht man das richtig, wenn man mehr Frieden in der Welt will, indem man Deutschland entwaffnet und sagt, Leute, ihr erobert uns gerne, wir können uns nicht mehr wehren und so weiter. Geht das nicht? Natürlich müssen wir alle Militäreinsätze im Ausland stoppen, aber durch die Anreize der Kompetenten wird das sowieso gemacht, weil wenn es sowieso nur noch Geld gibt für bewiesenermaßen geförderten Frieden, dann verbieten sich natürlich alle Militäreinsätze im Ausland, weil dort eher dadurch mehr Krieg meistens geschaffen wird und nicht mehr Frieden. Ne? Also schauen wir mal weiter. Strafbarkeit von Waffenexporten in Krisengebiete. Das bedeutet letztendlich, Team Todenhöfer will konsequent die deutsche Waffenwirtschaft ruinieren. Ja, denn dann exportieren natürlich die anderen Staaten munter weiter in die Krisengebiete und verdienen gutes Geld, nur Deutschland nicht. Das ist sowieso, da kommen wir auch bei der Klimaliste nachher dazu, es geht immer darum, Deutschland, dass da irgendwelche Sparten vorteilbringende Irrtümer aussenden, die dazu führen, dass Deutschland wirtschaftlich ruiniert wird. Dadurch entstehen auch in Deutschland mehr Arbeitslose, zum Beispiel in der Waffenindustrie, und die werden dann wieder Sozialfälle und dadurch bläht sich wieder die Sozialbürokratie auf. Das sind also nicht bewusste Logiken. Also es ist nicht so, dass die Sozialspartler sagen, wir wollen ganz bewusst Deutschland ruinieren, damit, dass da mehr Sozialfälle entstehen, damit wir davon profitieren, sondern das sind nicht bewusste Vorgänge, diese nicht bewusste Evolutionsprozesse. In den Sozialsparten entwickeln sich bestimmte Irrtümer und wenn die sich als vorteilbringend erweisen, werden die zum Gedankengut der Sozialsparten und werden von allen geglaubt innerhalb den Sozialsparten. Diese posaunen das raus, weil sie einen unheimlichen Einfluss auf die öffentliche Diskussion haben. Und dann werden eben zum Beispiel jetzt in dem Falle deutsche Waffenexporte in Krisengebiete verboten, ja, strafbar gestellt, und dadurch machen die anderen Staaten das Geschäft. In Deutschland werden die Waffenfirmen, die Leute, Mitarbeiter werden arbeitslos, Sozialfälle und am Ende gewinnen die Sozialsparten. Das sind aber nicht bewusste Evolutionsverläufe, die aber die Kompetenzpartei versteht und das Problem löst. Ne? Das ist eben genau der Punkt. Ja, dann höre ich mal weiter.
Richtig ist die Aussage, globale statt nationale Lösungen des Klimaproblems. Aber das können eben wieder nur die Kompetente, da sie den Plan hat, wie man sofort eine und schnellstmöglich eine weltweite Lösung, falls nämlich CO2 tatsächlich, falls die Mehrheit der Wählerinnen der Meinung wäre, dass es sich dabei tatsächlich um ein echtes Problem handelt für die Erde, dann müsste man sofort eine weltweite Lösung erzeugen und es macht keinen Sinn, dass man in Deutschland, da Deutschland arm macht, indem Deutschland als Depp der Welt CO2 reduziert, während alle anderen munter mehr CO2 dann ausstoßen sozusagen. Das bringt der Welt gar nichts und macht nur Deutschland arm und andere Länder reicher. Und darum geht's auch wieder wahrscheinlich irgendwie den Sozialspaten oder den ja, also denn dann funktioniert ja auch dieses Modell wieder besser, dass wenn wenn Deutschland immer ärmer wird, gibt es wieder mehr Sozialfälle. Also werden natürlich die Sozialspaten dafür plädieren, dass Deutschland den Deppen macht und einen Alleingang macht, sozusagen. Aber wie gesagt, lesen Sie bei der Kompetenten nach, wie kompetent die das lösen werden. Würde es so gehen, wenn das dann wirklich gewollt wäre, kann die Next Scientists for Future, also wir sind ja die Next Scientists for Future vom Weltrat, wir sind ja deswegen die Next Scientists for Future, weil wir die als einzige in der Welt das Klimaproblem kompetent lösen können und dabei auch die Nachdenklichkeit eines Professor Hans-Werner Sinn dabei berücksichtigen und seine Kritik an Fridays for Future und deren möglicher Schädlichkeit für das Klima. Also ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass Fridays for Future und Scientists for Future, dass die Wirkung CO2 erhöhend für die in der Welt war, dieser Gruppierungen, und dass nur die Next Scientists for Future den Plan haben, das Problem wirklich zu lösen, weil es eventuell bei Fridays for Future und Scientists for Future möglicherweise nie um die Lösung des Klimaproblems ging, sondern um das Einsammeln von Spenden angesichts eines ständig wachsenden Klimaproblems. Aber gut, darüber muss man diskutieren. Also bis jetzt ist es für mich so, es spielt ja auch keine Rolle, doch ob Fridays for Future und Scientists for Future eventuell aus Inkompetenz heraus das Falsche getan haben oder aus, weil es um Spendengelder geht bei diesen Organisationen und um nichts anderes. Das spielt keine Rolle. Das können Sie sich aussuchen. Waren FFF und S4F einfach nur von Inkompetenz getrieben und haben das Falsche gemacht, wie es Hans-Werner Sinn beschreibt, Professor Sinn beschreibt? Oder ist es so, dass es um Spendengelder ging und deswegen man auch alle echten Pläne zur Behebung des Klimaproblems ablehnen musste, weil ja dann die Spendengelder nicht mehr reichlich fließen. Also Sie wissen ja, dass wir die Next Scientists for Future, die Sozialsparten der Welt, nämlich die NGOs, für die gefährlichsten Sparten halten, weil die quasi weltweites Elend quasi fördern, damit es mehr Spenden gibt, und zwar nicht bewusst. Das sind auch wieder alle, die in den NGOs sitzen, denken wahrscheinlich wirklich, sie würden Gutes tun und hätten gute Absichten, aber ihr faktisches Handeln läuft auf Maximierung des Spendenaufkommens hinaus, und dafür haben die tatsächlichen Handlungen, die paradoxen Effekte, wie sie Hans-Werner Sinn aufgezeigt hat für die Fridays for Future und Scientists for Future, nämlich, dass ihr Wirken am Ende einen erhöhten CO2-Ausstoß zur Folge gehabt haben dürften, der natürlich jetzt im Moment unsichtbar ist, verborgen ist hinter dem Corona-Effekt, ne? Aber sind diese Paradoxien, ja. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass jede NGO genau die Probleme vergrößert, an deren Lösung sie vorgibt, angeblich interessiert zu sein. Ja? Und ja, gut, schauen wir mal weiter. Und ob zum Beispiel man mit Wasserstoff die ganzen Verbrennerautos der Welt betreiben kann,
Das ist offensichtlich auch umstritten, ne? Das wäre aber an sich natürlich eine schöne Idee, aber müsste man gucken, ob das wirklich realisierbar ist, dann könnte man das machen im Sinne von Todenhöfer. Und da jetzt wieder so unrealistische Dinge wie weltweite Aufforstung und ein massives Investitionsprogramm zum Schutz der Regenwälder. Das heißt, Sie, liebe Wählerinnen, sollen Geld dafür bezahlen, dass weltweit Bäume gepflanzt werden. Das kostet alles Ihr Geld. Also man will Ihnen ganz tief in die Tasche greifen bei Todenhöfer. Und das bringt gar nichts. Warum bringt es nichts? Weil die Anreize weiterhin in aller Welt so sind, dass ohne Einführung der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO und oder GWÖ, Gemeinwohlökonomie, wir sind da diskussionsbereit und auch die Partei des Gemeinwohls ist da diskussionsbereit, was am Ende die Wählerinnen wollen, wie viel GWÖ und wie viel GWO. Also ohne Einführung auch dann einer weltweiten Gemeinwohlökonomie, egal welcher, einer Gemeinwohlwirtschaft sozusagen, haben die Konzerne weiterhin eine riesige Profitmöglichkeiten durch Umweltzerstörung, also wird das weitergehen. Erst dadurch, dass die Verdienstzuschüsse gekoppelt werden an Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, werden alle Firmen weltweit Umweltschutz betreiben und die Umwelt reparieren und pflegen und begärtnern und so weiter, weil sie nur noch dann Verdienstzuschüsse bekommen und dann nur noch dann nicht pleite gehen werden. Das ist ja der Grundansatz, der bei GWÖ und GWO gemeinsam ist, also bei Gemeinwohlökonomie und gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future identisch ist. Also, das heißt, Sie, liebe Wählerinnen, brauchen solche naiven Konzepte nicht, wie sie Team Todenhöfer hat. Ja, dann Pause. Insgesamt wird also Todenhöfer alle kompetenten und fähigen Leute aus Deutschland tendenziell raustreiben. Als Gerechtigkeitspartei will sie quasi sozusagen den kompetenten und gut verdienenden einen Tritt geben. Und deren Geld und das Geld auch aller hart arbeitenden Menschen im Lande für irgendwelche weltweiten pseudosozialistischen Pseudo-Weltsozialismus, pseudo-weltkommunistischen Fantasien rausblasen, wird das Land in ein Land der Sozialfälle umwandeln, das den Sozialspaten dient und so weiter. Also ich würde sagen, Sie, liebe Wählerinnen, sollten sich für die Kompetente entscheiden und sofort gegen Todenhöfer als die Deutschland ruinierende Neupartei. Schauen wir mal weiter mit der Klimaliste. Ja, und das ist ganz einfach mit der Klimaliste. Da spricht also ein Professor von Scientists for Future für die Klimaliste und will natürlich, dass Deutschland ohne Wenn und Aber gnadenlos, dass Ihr Geld, liebe Wählerinnen, verbraten wird dafür, dass Deutschland seine 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes auf Null setzt, dabei die eigene Wirtschaft ruiniert, dabei sozusagen, da werden so Fantasien, als ob man einfach so eine Wirtschaft umstellen könnte. Also das heißt, dass man Milliardenwerte, die man geschaffen hat, in der bisherigen Energiewirtschaft, die schmeißt man einfach weg und sieht die nicht, dass man damit ja quasi Milliardenwerte bestimmter Bürger von Deutschland ja quasi entwerten würde oder wegwerfen würde und dann alle neuen Energien ja nochmal bezahlen muss, dass also das insgesamt ein riesiges Armutsprogramm für Deutschland darstellt. Ein naives Armutsprogramm, also wo ich sagen würde, dieser Professor hier, das ist eben ein Linksextremist,
der überhaupt nicht rechnen kann und der eben, da sieht man, was für ein Skandal wir an unseren Universitäten haben, lauter inkompetente Professoren, die überhaupt nicht abwägen können, was das denn für die Evolution Deutschlands bedeutet und wie die wechselseitigen Abhängigkeiten sind und das selbstverständlich. Das, was die Klimaliste letztendlich machen will, der Totalruin Deutschlands wäre, sozusagen. Sie, ihr Geld, liebe Wählerinnen, wird verblasen für Fantasien von irgendwelchen, wie ich vorhin schon sagte, NGOs wie Fridays for Future und Scientists for Future. Und deswegen sollten Sie natürlich die Klimaliste auf keinen Fall wählen, sondern nur die, die das richtig können. Und wenn Sie das Klimaproblem wirklich gelöst haben wollen, gibt es dann sowieso nur die kompetente.beepworld.de, also die Partei des Gemeinwohls, weil die können das Problem lösen, falls Sie das wollten, liebe Wählerin. Das wäre übrigens auch eine Sache für einen Volksentscheid, ob Deutschland überhaupt aktiv werden sollte beim Klimaschutz, ja? Oder nicht, grundsätzlich wir nicht auf eine weltweite Lösung warten. Aber wie gesagt, die Kompetente hat ja noch ein ganz anderes Angebot an die Welt. Also, da will ich jetzt gar nicht, ich habe das schon oft geschildert, eingehen, wie wir das erreichen können, dass die Welt sofort in einen weltweiten Emissionshandel zu 100% einsteigt, innerhalb kürzester Zeit, ja? Aber mal schauen wir mal weiter, die anderen Parteien. Die Freien Wähler sind ganz schnell abzuhaken. Da geht's darum, den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus gnadenlos weiter durchzuführen, also keine Gemeinwohlwirtschaft aufzubauen. Und damit ist das aus unserer Sicht völlig unwählbar. Das ist so ein Zwischending zwischen CDU und AfD und völlig unbrauchbar, weil es eben letztendlich darauf hinausläuft, dass all die Fehler, die unser System jetzt macht, einfach noch wunderbar genauso weitergemacht werden wie bisher. Und also eben sozusagen Gutes tun der Wirtschaft nach wie vor nicht belohnt wird, sondern weiterhin bestraft wird, so dass die Wirtschaft weiterhin uns allen große Schäden zufügen wird. Wir werden weiterhin weiter vergiftet durch die Nahrungsindustrie, wir werden weiter vergiftet durch die Medizinindustrie und Pharmaindustrie und so weiter. Wir werden geschädigt weiterhin um des Profites willen auf allen Ebenen. Und das kann eben nur die Partei des Gemeinwohls beenden, ja? Und deswegen, ja, schauen wir mal weiter. Bündnis 21, die Pinken, will also auf Experten setzen. Das klingt schon mal ein bisschen ähnlich wie die Kompetente. Übrigens haben wir ja auch die Bundesvorsitzende zeitlang beraten, telefonisch, von Bündnis 21, die Pinken, ja. Das klingt soweit gut. Ich zweifle nur, ich mache mir Sorgen. Im Moment lässt sich die Partei von uns nicht beraten. Das heißt also, das mit dem Expertennutzen, es scheint wohl doch wieder nicht richtig ernst gemeint zu sein. Also die Kompetenzpartei nutzt ja die ganze Palette der Experten, also Sie können das ja nachlesen, also diese Partei würde ja nicht nur die Next Scientists for Future nutzen, nicht nur die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber nutzen als Inspirationsquelle, Professor Hans-Werner Sinn, IFO-Institut, die Wirtschaftsweisen und so weiter, alles, die Postwachstumsökonomie von Nico Pech und Professor Nico Pech und so weiter und alles Mögliche nutzen. Und das steht ja schon im Programm der Partei drin, welche Experten minimal genutzt werden müssen. Und ist aber auch fest verankert, dass es ständig darum geht, dass jederzeit Talkshows gemacht werden, wo man zum Beispiel im Moment ist das Parteiprogramm sehr stark von uns Experten, als Experten von den Next Scientists for Future geprägt, wo man dieses also angreifen soll und darf und kritisieren und verbessern soll und darf. Und das wird dann auch aufgenommen, ja.
und veröffentlicht und dann werden die Änderungen vielleicht auch eingebaut. Also ob die Bündnis 21 das mit den Experten also richtig machen wird, da hätte ich größte Zweifel. Bei der Kompetenten weiß ich, dass sie es richtig machen würden mit den Experten. Ja. Da garantieren wir als Dauerberater dieser Partei auch, dass es wirklich seriös gemacht wird und offen ist für alle Experten. Politiker müssen haften, ein schöner Satz, aber nicht zu Ende gedacht. Ja, bei uns ist es ja auch so, der Politiker haftet, also der die Ministerpräsidentin eines Bundeslandes, wenn sie schlechtes Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand bei den Wählerinnen erzeugt, dann haftet sie, indem sie nie wieder wiedergewählt wird, ja, und ihren Job verliert. Vielleicht sogar durch bestimmte Mechanismen sogar schon nach einem Jahr seinen Job verliert oder ihren Job verliert. Weil wir haben ja noch andere Demokratisierungsmaßnahmen vorgeschlagen, da, falls sie die wollen sollten, dann können sie die ja auch bekommen und dann würde das bewirken, dass wir die Demokratie noch beweglicher machen, sodass dann also ein inkompetenter Ministerpräsident mit seiner inkompetenten Partei dann schon nach einem Jahr abgewählt werden kann, zum Beispiel. Ja? Und aber das will ich jetzt nicht nochmal erklären, das habe ich auch schon tausendmal erklärt, wie das dann gemacht würde, falls Sie das wollten, falls Sie so viel an mehr Demokratie für nötig halten. Ne? So, dann schauen wir mal. Ja, und die Kompetente, also die Bündnis 21 löst das natürlich letztendlich inkompetent, denn das gibt dann am Ende eine riesige Prozesshickhack, wenn die Politiker haften sollen. Ich finde, das reicht, wenn die Politiker haften, indem sie schnellstmöglich abgewählt werden können und alles andere irgendwie da zu gucken, für jeden einzelnen Centbetrag wird der Politiker dann vor Gericht gezerrt, weil er haftet oder so. Das führt zu nichts. Aus meiner Sicht sind das so, ja, das sind so unrealistische Wunschträumereien, die aber nicht realistisch sind, aus meiner Sicht. Ja, also das heißt, Bündnis 21, ich höre der Worte wohl, Experten, aber wahrscheinlich wird man sich dort eben für inkompetente Experten entscheiden und dann wird das Ganze wieder nix, ja. Und irre Wege, Totenhöfe, also man kann wirklich sagen, die Partei Totenhöfer, Klimaliste, Freie Wähler, Bündnis 21, das sind alles Parteien, die ihr Leben teilweise noch viel mehr zerstören würden als bisher. Und die, ja, wenn sie gute Ideen haben, sie nicht richtig umsetzen, oder nicht richtig zu Ende gedacht haben. Und es bleibt also übrig, es gibt nur eine Lösung. Und das ist leider, gibt's nur die kompetente.beepworld.de, nur dort. Wenn Sie wirklich was erreichen wollen in diesem Lande, bitte dann sofort da aktiv werden bei diesem Projekt. Denn das andere sind alles Dinge, die alles nur noch schlechter machen werden für Sie, liebe Wählerinnen. Ja? Und im Prinzip macht es auch keinen Unterschied. Da können Sie auch die schlechten Altparteien wählen. Da brauchen Sie nicht das Risiko eingehen, dass diese Parteien sowieso, ja, wenn Sie diese Parteien wählen, ist es ja wahrscheinlich sowieso so, dass Sie damit eigentlich nur die Altparteien stärken, weil diese Stimmen, alle Stimmen, die unter 5% landen, werden sowieso in den Mülleimer geworfen und dadurch wird sowieso kriegen die Altparteien mehr Stimmen. Also entweder alle Kräfte in Zukunft dann auf die kompetente Partei des Gemeinwohls und dann wird alles gut. Oder auf jeden Fall, ja, unsere Empfehlung ist ja jetzt für die Bundestagswahl die basisdemokratische Partei wählen, die ja auch von der Bündnis 21 erwähnt wurde in dem Talk, ja. Aber
jetzt für die Bundestagswahl und nach der Bundestagswahl, wenn man dann sieht, dass die Basis sterben wird und dass das nicht funktioniert, weil auch man dort eben, eigentlich setzt man in der Basis leider auf Inkompetenz statt Kompetenz, weil man sich verschätzt, dass der mit der Schwarmintelligenz, weil man übersieht, dass offensichtlich es eher sich um ein Phänomen der Schwarmdummheit handelt und dass leider offensichtlich alles, was in der Basis geschieht, von herzlicher Inkompetenz geprägt ist, weil auch die Professoren, die Mitglied sind, überhaupt keine Kompetenz in der Staatssteuerung und Staatsgestaltung im Staatsmanagement haben. Und deswegen nützt es auch gar nichts. Das heißt, Professoren, die nichts mit Politik und Staatssteuerung zu tun haben, bringen natürlich einer Partei auch gar nichts von der Kompetenz her dann. Ja, die haben andere Kompetenzen, aber nicht in dem Bereich, wo es nötig ist. Während Next Scientists for Future und die Kompetenz genau dort haben, wo es nötig ist, nämlich im Bereich Staatsmanagement. Ja, das war's für diese kurze wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi.